Zweier Tischtennisturnier Scheinfeld, 3. Januar 2015 mit den beiden Altmeistern aus Winsbach, Peker und Lauer. Mittlerweile in der Herren C-Klasse gelandet, haben wir beide schon höherklassig gespielt. Und hier das Einzel von Anselm Kisslinger, auch Herren C. Ein Verteidigungsspieler mit relativ wenig Schnitt, aber genau damit hat Anselm das eine oder andere Mal ein Problem. Aber im Großen und Ganzen hat er ihn hier sicher im Griff, bislang. Lässt sich auch durch den einen oder anderen Netzroller nicht aus der Ruhe bringen. Und trifft knallharte Schüsse. Das ist das, was ich sagte. Da kommt ein schnittloser Ball zurück und die spielt dann übers Netz. Wieder so einer. Das war dann sogar Überschnitt. Unkonzentrierte Phase jetzt. Vermutlich hat er einfach zu hoch geführt und dann am Schluss ein bisschen schleifen lassen. Aber das hat er sicher im Griff. Vorhand, Judikanschuss kommen da platziert und knall hat. Hier ist das Doppel mittlerweile beendet. Peker spielt jetzt sein Einzel. Ein sogenannter Brettlastspieler. Sehr unangenehm zu spielen. Denn er greift an, wie man sieht, mit seinem Brettler. Ein bisschen
Ja, da kommt auch wenig zurück. Eigentlich ziemlich überflüssig, dass er hier die Aufschläge des Gegners nicht auf den Tisch bringt. Denn eigentlich ist es ja egal, wie er sie dreht. Der Gegner greift ja so gut wie überhaupt nicht an. Er muss ihn einfach nur irgendwie rüberheben. Nicht mal flach, nicht mal mit Schlitz, nicht mal Druckfall. Einfach nur rüberheben. Stattdessen hat er hier eine Menge unnötiger Return-Fehler. Mal sehen, was er jetzt mit den Aufschlägen macht. Ja eben. Genau das. Einfach rüberheben. Und fertig. Und damit sind sie, glaube ich, durch. Das Doppel haben sie auch gewonnen.